Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon gelesen habt, stelle ich euch heute wieder eine neue Palette vor, die wirklich noch relativ neu ist. Es ist auf jeden Fall die neueste von Adept. Und zwar ist das die Unity Palette. So sieht die aus. Ist ganz okay. Finde ich jetzt nicht mega schön, aber ist okay. Die habe ich mir gegönnt und zwar habe ich mir die über Monolith gekauft. Kann ich euch auch gerne unten sonst verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Genau, Adept Cosmetics, wie immer hier so ein Spiegel im Deckel und das sind die Farben. Ihr wisst ja inzwischen, ich habe es glaube ich vielleicht in anderen Hauls gesehen, dass ich mir aus dieser Variante jetzt alle gekauft habe, bis auf die Seahorse, die wirklich nur Schimmertöne hat. Sonst müsste ich eigentlich alle haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, das ist die neueste und die habe ich mir auch gegönnt. Die sind ja immer ein bisschen teurer, die Paletten. Ich weiß gar nicht genau, wie viel diese hier gekostet hat. Irgendwas bei 87 Euro, 97, irgendwo da so eingeordnet, würde ich sagen. Genau, ich fange einfach mal an, die mit euch zu swatchen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist, muss ich jetzt schon sagen, nicht meine Lieblings-Adept-Palette, auch vom Farbschema, aber sie ist auch nicht schlecht. Das ist ja immer typisch für die Leute, die Adept noch nicht so kennen. Hier ist immer eine Reihe matt, genau, und die Reste sind schimmernd und die haben wirklich tolle Texturen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich mache als allererstes die oberste Reihe, das heißt alles Schimmertöne. Swatch ich euch einmal und das sieht schon sehr schön aus. Das hier erstmal auf dem Finger ist die oberste Reihe. Ich glaube, da erkennt ihr schon ganz gut, dass es wirklich eine tolle Qualität ist. Und jetzt swatchen wir die einmal. Wow, also ich habe die natürlich auch noch nicht geswatcht. Ich bin das erste Mal jetzt mit den Fingern rein. Und bin begeistert bis jetzt. Also ich meine, das sieht schon mal richtig schön aus. Wow, dieser Ton geht so leicht ins Bläuliche. Seht ihr das? Aber der ist irgendwie nicht so krass schimmernd wie die anderen. Der hat irgendwie nochmal eine andere Textur. Der ist ein bisschen matter. Also er ist nicht matt. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Aber er leuchtet auf jeden Fall nicht so metallisch. Genau, so. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus und jetzt machen wir gleich die nächste Reihe. Das ist die nächste und letzte Reihe mit Schimmern. Auch die finde ich sehr schön. Ich finde tatsächlich den Goldton, der auch so ein bisschen grünlich ist, richtig schön. Der hier ist toll. Also die Schimmer sprechen mich auf jeden Fall an. So, ich hoffe, ich kriege gleich hier noch alle hin. Ist immer so schwierig mit dem Daumen zu swatchen. Also ihr seht das, wie toll das ist, oder? Mit einmal reingehen. Und so eine schöne Qualität. Also ich finde es wirklich, wirklich sehr schön. Das sind jetzt alle Schimmertöne, die ihr seht. Richtig schick. Und ich finde auch relativ gedeckte Farben, das heißt also natürlichere Töne. Die ist jetzt nicht so knallig. Ne? Es passt schon ganz gut in den Herbst, würde ich sagen. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt einmal die matten Töne auf den Fingern. Geht schon mehr so in die Berry Pink Richtung. Hier ist noch ein grüner und ein recht, ja, neutraler, auch ein bisschen mauve-farbener Ton. Jo, das sind die, die swatche ich euch mal hier irgendwo noch hin. Wow. So, das sind die matten Töne. Die hier sehen ein bisschen, kann auch sein, dass ich die einfach blöd geswatcht habe. Das sieht man auch im Auge. Aber normalerweise sind die matten Töne auch nicht schlecht. Natürlich sind die Schimmernden so das Highlight bei Adept. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. So, die Swatches hattet ihr gesehen. Und jetzt beginne ich mal mit dem ersten Look. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen blassen Schimmer, was wir schminken. Machen wir heute so ein bisschen die Pink-Richtung oder gehe ich heute in das Grün? Ich glaube, ich probiere einfach mal jetzt random was aus, Leute. Keine Ahnung, ob das aussehen wird, aber das ist jetzt auch gerade nicht die Hauptsache. Ich suche gerade einen passenden Pinsel. Welchen nehme ich am besten? Ich nehme hier so einen kleinen von Cinch Beauty und gehe erstmal in diesen Ton hier rein. Mal gucken, wie der so ist. Der ist ja recht dezent, sage ich mal. Den gebe ich nach innen einfach mal. Ich
pack den mal hier in die Lidfalte erstmal und schau mal, wie der sich so macht. Ich hole euch noch ein bisschen näher ran. Der ist halt auch, also man sieht ihn bei mir, weil ich sehr, sehr hell bin. Ich glaube, bei anderen, die ein bisschen dunkler als ich sind, wird der ein bisschen weniger zu sehen sein. Aber das finde ich persönlich ganz gut. Damit kann ich bestimmt gut arbeiten mit so einem Ton. Muss ja nicht alles so krass sein. Ich trage das halt wirklich in der Lidfalte auf, aber nicht komplett bis hinten. Und auch hier vorne im inneren Drittel des Lides. Wie gesagt, ich habe noch keinen blassen Schimmer, was ich tue. Ich starte einfach mal. Ich muss sagen, die Palette inspiriert mich jetzt nicht so krass. Der einfachste Look, der mir jetzt einfallen würde, wäre diese Reihe hier und dann irgendein Schimmer drauf. Weiß ich nicht, ob wir das machen. Ich probiere einfach mal. Also sie ist jetzt für mich nicht so krass ansprechend, dass ich jetzt sage, wow, da fällt mir jetzt der und der Look zu ein. Ich meine, ich teste auch gerne mal rum. Aber ja, das wollte ich nur sagen. Wenn ihr halt wirklich selber auch nicht so gut auf Ideen kommt und oft mal vielleicht, ja gut, das würde auch gehen, ne? Man könnte so eine Dreierreihe, aber da hat man halt auch nur einen matten Ton, geht natürlich, aber ich benutze immer ganz gerne zwei matte Töne mindestens und eher einen Schimmer. Weiß nicht, ist einfach eine Präferenz von mir. Und ich glaube aber, dass das auch recht vielen so geht, oder? Schminkt ihr super viel mit Schimmern? Also ich habe meistens, ja, kann schon mal vorkommen, dass ich zwei, drei Schimmer auf dem Auge habe, aber eigentlich normalerweise mehr matte, verschiedene Töne. Genau. Das sieht jetzt so aus. Ganz dezent. Ein bisschen verdunkelt. Und jetzt wollte ich das Grün ganz gerne. Dann nehme ich, glaube ich, auch nochmal einen Cinch-Pinsel. Der ist ein ganz bisschen größer, aber immer noch recht klein. Da gehe ich hier in diesen Ton rein, Moss. Und das trage ich jetzt hier am äußeren Lid auf. Das ist ein sehr schöner Ton. Ich glaube fast, dass das von den matten Farben mein Lieblingston ist, weil die anderen, also ich finde, die hat man alle schon mal gesehen, ne? Klar, der ist jetzt auch nicht so, dass man den noch nirgendwo vielleicht hat, aber ich finde, es ist schon ein besonderes Grün und auch dieser Ton. Also die beiden, finde ich, die haben was. Die sind dann doch ein bisschen spezieller und ich würde schon fast sagen, dass ich vielleicht nicht unbedingt solche Töne in anderen Paletten habe. Das Grün vielleicht noch eher als diesen anderen Ton. Aber ja, dieses Kombi finde ich auch sehr, sehr schön. Ist halt irgendwie wirklich so ein bisschen, ja, Naturfarben, kann man das so sagen. So ein, ja, ist halt wirklich so ein Moosgrün. Das ist richtig, richtig schön. Ich blende das so ein bisschen ineinander über, die beiden Farben. So einen ganz leichten Verlauf gibt. So. Das machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Am unteren Augenlid möchte ich jetzt nochmal was anderes machen. Und zwar gehe ich dann noch hier in diesen Mauve-Ton rein. Mauve's Mist. Den möchte ich gerne auch noch verwenden. Ich denke, der passt auch ganz gut zu den Tönen. Den trage ich einmal komplett dort auf. So sieht das aus. Das finde ich schon mal ganz gut. Und jetzt würde ich in den Schimmer einfach gehen. Ich weiß nur nicht, welchen Schimmer. Ob ich jetzt hier so einen Grünton eher cool finde oder wenn wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Pink oder Lila aufgreifen. Ich glaube, das machen wir. Und zwar gehe ich hier in Petals. Das gebe ich hier innen aufs Lid. Wow, wow. Das ist Adept, Leute, für die, die es noch nicht kennen. Das ist, die Schimmer sind heftig. Trage ich immer Finger auf, weil das einfach leichter ist und es besser aufs Lid drauf kommt. So. So sieht das schon mal aus. Und dann haben wir noch Rose Orchid. Das ist dieser hier. Der ist ja so ein bisschen dunkel-lila. Den würde ich jetzt noch ein bisschen nach außen geben, aber nicht zu weit. Ich möchte schon noch, dass das Grün gut sichtbar ist.
Trage ich hier so ein bisschen weiter außen auf. So sieht das jetzt derzeit aus. Ja, ist okay. Ich würde es jetzt tatsächlich eigentlich noch fühlen, den zu nehmen. Aber ich möchte jetzt nicht zu viele Töne, die ich ja eigentlich noch in einem anderen Look verwenden möchte, verwenden. Oder? Ach, weißt du was? Komm. Das ist jetzt das erste Video. Ist scheißegal. Wir gehen in den dunkelsten Ton. Den gebe ich jetzt hier noch außen auf. Dann wird man aber von dem Grün halt nicht mehr so viel sehen. Leider. Aber ich möchte hier so ein bisschen noch verdunkeln. Das fehlt mir gerade irgendwie. Dann sieht das Ganze so aus. Das finde ich, glaube ich, jetzt ein bisschen harmonischer. Wird, glaube ich, nicht mein Favorite Look werden, aber wie gesagt, das ist ein Testvideo. Ich teste jetzt auch genauso aus. Kann sein, dass das überhaupt gar nicht aussieht. Balance Bond gebe ich jetzt hier auf einen Pinsel und gucken mal, ob das im inneren Augenwinkel was kann. Ja, ist okay. Ja, es ist eigentlich ein bisschen zu dunkel oder es ist nicht der perfekte Farbton jetzt für mich, weil ich hätte mir da noch einen helleren gewünscht für im Innenwinkel. Aber es ist okay, also kann man machen. Ja. So, das soll es jetzt mit den Lidschatten für heute gewesen sein. Ich mache meinen Look kurz zu Ende und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt einen Lidstrich, habe Mascara drauf und einen Lipgloss. Das ist der fertige Look. Mir gefällt er gut, aber jetzt nicht. Er ist nicht wow. Also ich schminke sonst, finde ich, schönere Looks. Das ist jetzt noch nicht so das, was ich jetzt heftig finde oder so. Ja, es ist okay. Schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich bin damit zufrieden. Ich würde damit auch rausgehen und würde mich wohlfühlen. Aber es ist noch nicht so die Kombi, wo ich sage so, wow, die Kombi hat es in sich. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit dieser Palette hinkriege. Einfach aus persönlichen Präferenzen halt her. Ja, mal gucken. Mir fehlt da noch so ein bisschen die Abwechslung in dieser Palette, wie bei manchen anderen Adept-Paletten. Irgendwie auch die Range, sage ich mal so. Weil ich habe keine richtig, richtig hellen Töne, finde ich. Also recht wenig. Ja, naja. Wir gucken uns das nächste an. Also für euch geht es jetzt direkt weiter. Und ihr werdet sehen, was ich als nächstes schminke. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Aber es wird wahrscheinlich auch sehr in die Pinky-Richtung gehen. Weil die matten Farben das einfach am meisten hergeben. Hallo und willkommen zum zweiten Look. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe wieder gar keinen Plan. Ich hoffe, er wird ein bisschen anders werden. Ich will mich trotzdem nochmal ans Grün wagen, weil das beim letzten Mal ein bisschen untergegangen ist. Ich hole euch nochmal dafür näher ran. So, ich nehme mir jetzt einfach einen flach gebundenen Pinsel und gehe nochmal in den Ton Moss rein und gebe den erstmal hier innen auf. Wir machen jetzt nochmal so ein bisschen Halo-Eye in ein bisschen Grün und vielleicht kommt hier unten noch ein bisschen Pink hin. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich muss dieses Grün nochmal anders verwenden, weil letztes Mal war das Ganze dann doch mehr Pink als Grün und das war eigentlich gar nicht mein Vorhaben. So, jetzt gebe ich das auch noch außen hin auf. Dann schnappe ich mir einen kleinen Blendepinsel. Und blende das mit diesem Ton, den wir letztes Mal auch benutzt haben, ein bisschen aus. Also einfach hier oben ein bisschen verblenden. So, soweit habe ich das. Ich habe es ausgeblendet. Jetzt gehe ich hier nochmal in den Move-Ton rein und den benutze ich am unteren Augenwinkel. Soweit, so gut. Ich glaube, das gefällt mir schon ganz gut. Und dann gehe ich hier in diesen grünen Schimmernden, der so sehr Duochrome halt wirklich ist. Ich weiß nicht, ob Multichrome sogar. Da gehe ich einfach mal mit dem Finger rein. Hier seht ihr den, der ist auch so golden. Hat auch ein bisschen was Orangenes drin. Und das tupfe ich jetzt einfach da in die Mitte des Lids.
wirklich nur tupfende Bewegungen. So. Und genau das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Ach, der ist echt toll, der Ton. Also, wow. So, jetzt nehmen wir nochmal den Pinsel vom Anfang und wir gehen nochmal in den Grünton und bauen das nur nochmal ein bisschen auf. Und blenden das so ein bisschen in den Schimmerton noch mit ein. Damit das Grün wirklich diesmal nicht verloren geht. So, ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Genau, jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen besser ausblenden, aber ich würde das jetzt schon so lassen. Ich finde das gut. Ja, noch was für den Innenwinkel. Da hatte ich ja letztes Mal auch diesen Balance Bond genommen. Den würde ich jetzt nochmal für den Innenwinkel nehmen, weil ich halt einfach hier drin leider keinen Ton habe, der dafür besser passt. So, also, ja, der passt dazu nicht so gut. Aber egal, ich schminke jetzt gerade den Look fertig und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe mich fertig geschminkt und das ist der finale Look. Der gefällt mir diesmal ziemlich gut. Also, ich mag, dass der ist nicht so krass, finde ich, sondern relativ zurückhaltend in meinen Augen. Und ich finde den ziemlich schön. Also, das ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde, es ein schöner Herbstlook jetzt auch. Passt, finde ich, sehr gut in die Jahreszeit. Und der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also, den Grünton in der Palette. Und auch den Schimmerton dazu, den finde ich mega. Ist auch eine schöne Kombi, finde ich, mit diesem movigen Pinkton hier unten. Ja, was soll ich sagen? Die Palette jetzt getestet, ihr habt die Looks gesehen. Ich finde sie gut, so wie bis jetzt alle Adept Cosmetics Paletten, die ich ausprobiert habe. Allerdings ist sie bis jetzt vom Farbschema so die, die ich am wenigsten mag, bin ich ehrlich. Also ich persönlich finde sie an sich super, aber halt vom Farbschema her gefallen die anderen mir bis jetzt besser. Ich habe aber bis jetzt auch erst zwei, meine ich, getestet, zwei andere. Eins habt ihr hier schon gesehen, das war die letzte Adept-Palette, die neu war. Und dann hatte ich noch die Cimmerian Sunset, glaube ich. Die habe ich auch getestet und da gefällt mir die bis jetzt am wenigsten. Aber das heißt nichts. Ich finde sie trotzdem toll, die wird nicht gehen. Ich finde sie ganz klasse. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Vielleicht war es hilfreich für euch, wenn ihr euch auch überlegt, die Palette anzuschaffen. Wie gesagt, die gibt es bei Monolith. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Bis dann, ihr Lieben.